sehr schöne Situation gerade. Komm, wir zeigen das einfach mal, wie das hier läuft. Wir drehen es einmal um. Die Mutter Liz spricht mit Jule Niemeyer. Und Jule Niemeyer bekommt ein schönes Lächeln von Eva Liz geschenkt. Ja. Also die Stimmung ist gerade gut. Auf jeden Fall. Wir haben heute auch schon zusammen trainiert. Also die Stunde haben wir beide, glaube ich, ganz gut genossen hier. Bei Jule geht es ja morgen schon los, bei mir in 2 Tagen. Deswegen kann ich noch ein bisschen atmen. Aber wir freuen uns. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man so eine gute Freundin hat auf der Tour? Weil das ist ja auch wirklich, man sieht sich zwar selten, aber wenn man sich sieht, dann ist das so wie immer unter alten Freunden. Oder wie wichtig ist sowas? Auf jeden Fall. Also ich bin generell eine relativ entspannte Person und ich finde mich gerne in einer Situation wieder, wo ich echt viele Leute einfach zum Quatschen habe und die Stimmung ein bisschen entspannter ist. Und da ist Jule auf jeden Fall auch eine Kandidatin von. Deswegen haben immer gute Laune, wenn wir uns sehen. Und Sie haben ja auch gerade gute Laune, Sie haben einen Grund dazu. Sie haben eine sehr starke Qualifikationsrunde hier gespielt. Wie geht es Ihnen jetzt damit? Sehr gut. Also ich hätte auch jetzt schon zu Hause sein können. Deswegen genieße ich natürlich die eine Woche, die ich extra bekomme. Hoffentlich dann auch noch eine zweite. Aber ich genieße jetzt die 3 freien Tage, die ich bekommen habe. Bin echt zufrieden, wie ich gerade spiele und mit meinem Level. Und ja, freue mich einfach aufs Match. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und hier drumherum, man sieht es im Hintergrund, es ist unglaublich viel los. Hier, vielleicht hört man sogar ein bisschen, das ist gerade Kinderkaraoke. Also der US-Amerikaner weiß auf jeden Fall, wie man für Entertainment sorgt. Nehmen Sie das auch ein bisschen anders wahr, hier dieses Grand Slam? Oder welche Rolle spielt es in Ihrem Kalender? Also ich glaube, von allen Grand Slams sind die US Open auf jeden Fall eins meiner Lieblings-Grand Slams. Einfach genau wegen der Stimmung. Also ich finde sowas unglaublich toll. Ich finde es auch toll, wie die Zuschauer wirklich beim Match immer für einen mitfiebern. Ich hatte super viele Fans, was ich natürlich hier in Amerika nicht erwartet habe. Aber das gibt mir gute Laune und also mir gefällt die Atmosphäre total. Vielleicht haben Sie diese Fans auch wegen Ihrer coolen Auftritte auf Instagram. Ich habe mich da mal umgeschaut. Also der Papa lacht über die Jokes, über die Witze und Pitbull wird gehört. Ich frage mal mit dem Papa an, also wie ist es diese Beziehung, wenn man nicht nur Vater und Tochter ist, sondern auch noch Trainer und Spielerin? Ach, schwierig. Also im Großen und Ganzen funktioniert es. Ich bin auch unglaublich dankbar, ihn in meinem Team zu haben. Also ich sehe das schon auf jeden Fall als ein sehr großes Privileg. Aber natürlich hat man Momente, wo man sich einfach nur zofft. Also ich glaube, das Lustige, eine Woche vor der Quali hatten wir, glaube ich, 1-2 Trainingseinheiten, wo es ein bisschen gekracht hat. Aber das hatte nichts mit dem Sport zu tun, sondern einfach, ich bin ja im Endeffekt auch die Tochter, aber dann wieder die Spielerin. Also ab und an braucht man, glaube ich, ein bisschen Tension. Im Großen und Ganzen finden wir das, glaube ich, aber alle sehr, sehr schön, dass es in der Familie bleibt und es macht mit den ganzen Leuten auch ganz viel Spaß. Und mit den ganzen Leuten meine ich natürlich meine Familie. Welcher Witz wurde da erzählt? Wir werden das Foto euch dann später auch nochmal zeigen zu Hause. Also was ist der Humor von einer Eva Liz? Gute Frage. Ich glaube, das geht in alle Richtungen. Es geht, glaube ich, in die Richtung, ob ich jetzt eine Medvedev-Vorhand oder einen Isner-Aufschlag gemacht habe gerade oder versucht habe, einen Stoppball zu spielen, der nicht mal ans Netz geflogen ist. Also ich glaube, es geht in, wie schon gesagt, alle Richtungen. Ob das überhaupt mit Tennis zu tun hatte, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, von mir hört man viele, viele Witze. Sehr gut. Jetzt sind wir gespannt, ob wir mal auch einen hören werden. Jetzt kommen wir natürlich auch zum Sportlichen. Sie fühlen sich gerade extrem gut, auch auf dem Hartplatz. Jetzt treffen Sie auf eine Gegner, Buskova. Wie schätzen Sie die ein? Wie schon gesagt, ich bin gegen jede Gegnerin hier froh. Ich bin relativ zufrieden, wie ich gerade spiele und freue mich umso mehr auf Dienstag. Also die Atmosphäre ist toll, mein Gefühl ist ganz gut und ich lasse einfach das Match so laufen, wie es kommt. Also ich glaube, ich nehme mir nie, oder warum meine letzten Turniere so gut liefen, ist, weil ich mir nie richtig vorgenommen habe, okay, jetzt muss ich die Runde gewinnen und in die Runde kommen, sondern einfach versuchen, mein bestes Tennis zu spielen und es hat ganz oft geklappt, deswegen habe ich da ganz viel Vertrauen. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass es auch jetzt wieder klappt. Viel Erfolg, Eva. Ciao, mach's gut.